Nachdem die junge Ärztin sich schließlich einigermaßen erholt und auf dem Weg nach Hause die Stufen vor dem Revier passiert hatte, sah Peter ihr von der Eingangstür her nachdenklich nach. Ihr Blick sagte ihm, dass sie beunruhigt war, und er versuchte herauszufinden, weshalb. Falls sie sich fragte, ob sie mit der Erwähnung, Johnny seinen Freund ans Messer geliefert hatte, musste ihr der Heimweg wie ein Spießrutenlauf vorkommen. Wenn Snipkowitsch nicht der Täter war, oder einer der Täter, dachte er, hatte sie ihn unnötigerweise ins Rampenlicht gerückt. Andererseits wäre die Polizei früher oder später ohnehin auf ihn gestoßen. Peter wusste seit seiner Kindheit, dass für seinen Vater die Wahrheit zu sagen einen der höchsten Werte darstellte, wenn nicht den höchsten Wert überhaupt, und irgendein merkwürdiger Zufall ließ ihn in diesem Zusammenhang immer häufiger an T denken. Obwohl er durchaus nicht sicher war, dass sie immer alles sagte, was es zu sagen gab, war doch deutlich, dass sie sich bemühte, das, was sie sagte, so klar und angemessen zu äußern wie irgend möglich. Offenbar glich sie in dieser Hinsicht seinem Vater. Peter seufzte. Noch eine heiligmäßige Person in seinem Leben war das Letzte, was er brauchte. Jedenfalls hatte T unter dieser Prämisse Johnny geradezu erwähnen müssen. Denn er war möglicherweise das entscheidende Indiz in einer Kette von Fakten, die das Rätsel lösen und die Wahrheit ans Licht bringen würden. Das wurde Peter klar. Und sie würde möglicherweise versuchen, den Fall auf eigene Faust zu lösen. Vielleicht war sie auch selbst beteiligt gewesen. Er konnte sich diese Konstellation kaum vorstellen, aber als Profi wusste er, dass er sie weiter verfolgen und prüfen musste, um keinen Fehler zu machen. Er würde ihre Vergangenheit durchleuchten müssen. Nachdenklich hob er den Hörer des Telefons auf seinem Schreibtisch ans Ohr und wählte die Nummer, die Kermit auf einen riesigen Zeichenblock gekritzelt hatte. Die Gemeindereferentin der Studentengemeinde hatte eine Stimme, die auf ihn sehr anziehend wirkte. Leider hörte er sie lediglich in anrufbeantwortender Form, aber ihre Ansage war wegen der bekanntzugebenden Bürozeiten ziemlich lang und so wartete er zumindest gut unterhalten auf den Pieps. Unerwartet hob schließlich doch noch jemand den Hörer ab. Es war ein Student, der nach eindringlicher Aufforderung einem persönlichen Gespräch zustimmte, währenddessen er zu Protokoll gab, dass T eine seiner Vorgängerinnen als studentische Hilfskraft bei Robertson gewesen war und ebenso als Küsterin in Ethelthorpes Studentengemeinde. Sie hatte beide offensichtlich gut gekannt. Vor Schreck sprang Peter auf. Er dachte an T, er dachte an Robertson, Ethelthorpe und Daniels, er erkannte die möglichen Konsequenzen. Der Hörer fiel auf den Schreibtisch und Detective Kane stürmte aus dem Revier. Jody, die alles mitgehört hatte, nahm den Hörer. »Entschuldigen Sie, Detective Powell am Apparat. Mein Kollege ist gerade dringend abberufen worden. Bitte fahren Sie fort.« Daraufhin war der Hiwi noch bereiter, persönliches Wissen preiszugeben, als es bei Peter der Fall gewesen war. Aber das würde der junge Kane erst sehr viel später erfahren, denn Jody war ihrerseits mehr als entschlossen, diese Informationen zu nutzen, um Peter für ihre privaten Interessen aus der Reserve zu locken. Thomas Jefferson T.J. Kincaid, Peters rothaariger Kollege, der schnell herausbekommen hatte, dass Musik eine von T.s großen Leidenschaften war, hatte sie für den nächstbesten Samstagabend zum Jammin' in Chandler's, die neue alte Stammtaverne des 101. Reviers, eingeladen, in dem ein Klavier stand, das erstaunlicherweise stets gestimmt war. Ein Umstand, der zu einem nicht unerheblichen Teil dem Barkeeper Terry zu verdanken war, der seinen ehemaligen Arbeitsplatz zusätzlich zum Delanceys als Hauptbetätigungsort erstanden hatte und zu dem TJ, Kermit und Peter einen guten Draht hatten. Zu TJs anfänglichem Missvergnügen war es nicht zu verhindern gewesen, dass T's Freundin Leah sich ebenfalls zu ihnen gesellte, aber da sie sich als angenehme Gesprächspartnerin herausstellte, genoss er bald das Gefühl, umschwärmt zu sein. Es geschah nicht oft, dass der musikalisch begabte Polizist ernst genommen wurde, weil es ihm noch nicht gelungen war, die Vorurteile seine Person betreffend gänzlich auszuräumen. Immer hatte er ein wenig das Gefühl, als ob jeder neue Bekannte ihn erst einmal unter der Rubrik »lächerlich« einordnete, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil alle ihn in erster Linie als Sohn des Commissioners kannten, statt als eigenständige Person. Als er auf das Chinatown-Revier versetzt worden war, hatte er postwendend den Eindruck eines sich anbiedernden Softies hinterlassen, anstelle desjenigen eines wirtschaftlichen Tausendsassas, der ebenfalls in ihm steckte. An diesem Abend aber konnte er seine wahren Talente zum Ausdruck bringen. Der rothaarige Kopf setzte sich ans Klavier und spielte »As Time Goes By«. T fühlte sich an jenem Samstagabend im Chandlers augenblicklich heimisch und bestellte bei Barmann Terry ein alkoholfreies. Dieser bot ihr spontan das »Du« an,
und sie war rundum zufrieden. So zufrieden, dass ihr nicht einmal auffiel, als der Kellner ihr einen Tee statt des verlangten Bieres servierte. Die Panda-Aufkleber mit dem Logo des WWF und demjenigen des städtischen Zoos, die Terry kurz vom Tresen angehoben hatte, um darunter zu wischen, hatte sie nur halb bewusst wahrgenommen. An dem Tisch, den Detective Kincaid als seinen Stammtisch ausgewiesen hatte, traf die junge Ärztin auf Leah, die verabredungsgemäß dort auf sie wartete und offensichtlich der Meinung war, dass nach einer so langen Zeit der Trennung einige Informationen aufzuarbeiten waren. »Okay«, sagte die ehemalige Pastoralreferentin, »schön, dass wir uns wieder getroffen haben, wie erstaunlich« und so weiter. »Naja, du hast ja immer gesagt, dass du dich in einer Chinatown niederlassen wolltest, aber dass du ausgerechnet dort landest, wo ich geboren wurde?« »Es ist kein großer Schritt von der Uni bis hierher, Leah.« »Korrekt«, bemerkte die Angesprochene trocken, »aber du hast nicht die ganze Zeit hier studiert.« »Nee«, erwiderte T. ebenso lässig, »ich bin bloß hier aufgewachsen.« Die Semester in Irland haben meiner Theologie eine interessante Selbstironie hinzugefügt. Aber für dich war ich ja schon immer eine Irin mit asiatischem Gesicht. Sie lachte. Dann stutzte sie. Sie hatte einige bereits ins Gelbliche spielende blaue Flecken an Leahs Handgelenken entdeckt. Sag mal, was ist das denn? Hat dich jemand festgehalten? Ein Mann. Eine Art Zusammenstoß, antwortete die Pastoralreferentin. Es ist nicht so wichtig. Dann wechselte sie das Thema. »Bei Irland fällt mir ein«, sagte sie und nahm in einer wirkungsvollen Künstlerpause Joyce'scher Manier einen großen Schluck Single Malt, der sie zum Husten brachte, »Paddy ist hier.« T. erkannte den Namen ihres alten Freundes, fühlte sich aufs Glatteis geführt und fragte, »Aha, wo?« »Na, hier in der Stadt, in Chinatown, um genau zu sein. Ich glaube, er soll irgendein Computerprogramm aufbessern oder sowas. Abends macht er bestimmt Musik. Vielleicht treffen wir ihn ja mal.« Tees Gedanken versuchten, sich zu sortieren. »Computerprogramm«, sagten sie. »Ja, logisch, Paddy ist Mathematiker. Aber er kann nicht hier sein. Er gehört nach Irland. Das ist Jahre her. Und wieso weiß Leah davon? Was läuft hier eigentlich? Und seit wann ist er da? Und weiß er das von Daniels?« »Er hat ihn auch gekannt«, dachte Tee entsetzt. »Er hat ihn auch gekannt. Paddy kannte ihn. Und er war nicht gut, auf ihn zu sprechen. Möglicherweise hat er etwas mit dem Mord zu tun.« Sie nahm einen großen Schluck Tee, der ihr prompt die Mundhöhle verbrannte. Kurzerhand rief sie nach Terry, der ihr ein Glas Wasser zum Abkühlen servierte. Beide Freundinnen schwiegen, in Gedanken versunken. Schließlich begann T unvermutet zu grinsen, und Leah beobachtete sie aufmerksam. T registrierte diesen Umstand, grinste verlegen und sagte ausweichend, »Sorry, Männer.« »Erzähl mir von ihm«, forderte Leah mit anzüglichem Blick und schmuggelte an Barkeeper Terrys anderweitig beschäftigter Aufmerksamkeit vorbei einen halben Hotdog auf den Tisch, den sie auf dem Spaziergang zum Chandlers an Chinatowns berühmtestem Hotdogstand erworben hatte. Sie steckte ihn ihrer Freundin zu und lächelte herausfordernd. T seufzte leise. Leah war anscheinend nicht entgangen, wem sie von der Bar aus Blicke zugeworfen hatte. Allerdings Blicke, die auf dem Rücken des Angesehenen landeten, denn dieser war in ein Gespräch mit Detective Powell vertieft, die Pastoralreferentin für eine gute Bekannte halten musste. Tees Anwesenheit war Peter bislang also entgangen. Leah dagegen hatte er von seinem Blickwinkel aus sehen können und ihr Lächeln hatte er erwidert. Mehrmals. In diesem Moment drehte der junge Kane sich um, die Augen auf Leah geheftet, und kam auf sie zu. Dann entdeckte er Tee. Für einen kurzen Moment zögerte er, dann zupfte er sein Jackett zurecht und begann, ganz Gentleman, »Abend, die Damen. Wie geht's denn so?« »Ganz okay«, antwortete die Schülerin des Shaolin. »Setz dich, Pete.« Er setzte sich, der Gehilfin seines Vaters gegenüber, neben Leah, die unverbindlich lächelte. Peter sah tief fragend an. »Das ist Leah«, stellte sie ihre Freundin vor, »Leah Kramer. Sie ist einfach so in der Apotheke aufgetaucht. Wir kennen uns seit Ewigkeiten.« Sie hat auch einen Abschluss in Theologie, schon länger als ich. Und wir waren hier gemeinsam bei den Franziskanerinnen. Aber eigentlich ist sie Pastoralreferentin und nebenberuflich eine begabte Journalistin. Sie schreibt für... Auch eine Theologin? Langsam beginne ich zu glauben, ich muss mich benehmen, witzelte Peter. Haha, replizierte Leah, als ob wir gutes Benehmen herausforderten. Haben Sie eine Ahnung, wer in Unibibliotheken die meisten Bücher mitgehen lässt? Anwesende natürlich ausgenommen. »Selbstverständlich weiß ich das«, antwortete ihr Sitznachbar, »Juristen und Theologen. Zum Glück keine Polizisten.« »Endlich eine Frau, die es wagt, mir zu widersprechen«, er grinste.
T dachte daran, dass sie selbst ihm dauernd widersprach, was ihm allerdings gar nicht zu imponieren schien, leider. Lia war offenbar zur spontanen Erheiterung ihrer Freundin drauf und dran, eine bissige Bemerkung über das Lesevermögen von Polizisten vom Stapel zu lassen, unterließ es aber. »Ich muss mich trauen zu widersprechen, schließlich bin ich Journalistin«, konterte sie. »Oh«, antwortete Peter, »ich dachte, bei Kirchens sei man mit Kritik ein wenig zimperlich.« »Dann bleibt wohl keine Frau von ihrem Schlag lange im Dienst der Katholiken?« »Doch«, replizierte Lia mit zauberhaftem Lächeln, »eigentlich ist T ein Muster an Beständigkeit.« Peter sah unverbindlich zu der Ärztin hinüber, aber die zog die Schultern hoch und sagte nur, »manchmal kommt es eben anders. Lasst uns das Thema wechseln, bitte.« »Okay, Lia, wenn Sie auch hier aus der Gegend kommen, kennen Sie dann zufällig einen Priester namens Daniels?« T zuckte erschrocken mit der Hand, so dass ihre Teetasse ins Schwanken geriet. »Entschuldigung«, murmelte sie. Lia antwortete auf Peters Frage nach Daniels, »doch, ich kannte ihn.« Sie schluckte. »Schrecklich, was?« »Kannten Sie ihn gut?« »Piet, wir sind nicht hier, um ein Verhör zu starten, oder? Amüsieren wir uns.« Das kam von T. Peter lenkte ein, »dann werde ich mich morgen beruflich bei Ihnen melden, Miss Kramer, einverstanden?« Er lächelte Lia an, die seinen herausfordernden Blick erwiderte. T stand auf und ging an die Bar. Als sie nach ein paar Minuten mit einem Bier für Peter und einem weiteren Scotch für Lia zurückkam, fand sie ihre Begleiter in reges Gespräch vertieft. Lächelnd stellte sie die Getränke auf den Tisch. »Du bestellst Alkohol?« fragte Lia verblüfft. »Klar«, T zog die Schultern hoch, »ihr trinkt ihn doch.« »Ja, aber du nicht. Du warst doch schon immer obernüchtern.« Peter prustete in sein Bier. »T? Sie kann trinken, wenn sie will, da bin ich ziemlich sicher.« »Nur alkfreies.« Das kam von Terry, der sich gerade an ihrem Platz vorbeischlängelte, um am Nachbartisch zu bedienen, und verhinderte einen Kommentar von T's Seite. »Klar«, machte Peter, »schon klar.« Er glaubte dem Barkeeper offensichtlich kein Wort, was T wider Willen zum Lachen zwang. »Es ist wahr, nur alkfreies«, insistierte sie, und Lia bestätigte, »sie ist so fromm, das zieht noch dem Papst die Schuhe aus.« T blickte peinlich berührt zu Boden, bevor ihr der Kragen platzte. »Können wir die Religion bitte da raushalten?« Peter war froh über diese zumindest halbwegs stimmungserhaltende Äußerung und genehmigte sich einen großen Schluck Bier, der ihn allerdings zum Husten brachte, weil TJs roter Haarschopf plötzlich hinter ihm auftauchte und der daranhängende Polizist ihm freundschaftlich auf den Rücken klopfte. »Hi, Pete!« »Oh, Entschuldigung!« Er setzte sich, hinterließ Lia seine Karte und begann umgehend mit T zu flirten, die darüber ausnehmend erstaunt war und der dadurch entging, dass Peter und Lia ihren Gesprächstermin für den nächsten Tag zu einer persönlichen Verabredung ausbauten. Dann tauchte Kermit auf. Der im Gegensatz zu seinem Muppet namens Vetter Wortkarge Polizist griff T an der Schulter und knurrte im Hinsetzen mit Verschwörermiene, »falls es dich interessiert, Johnny war die richtige Spur.« Peters strafender und T's erschrockener Blick ließen ihn aufhorchen. Obwohl die junge Ärztin nicht eine Sekunde lang glaubte, dass Johnny der Täter sein konnte, meldete sich ihr schlechtes Gewissen, weil sie ihn ins Spiel gebracht hatte, und sie hatte vollauf damit zu tun, sich zu beruhigen. Lia, der Kermits Kommentar trotz der geringen Lautstärke offenbar nicht entgangen war, schaltete auf Misstrauen und tauchte aus der Deckung hinter Peters Rücken auf. »Johnny?« fragte sie. »Doch nicht etwa mein Johnny? Was ist mit ihm?« Kermit schaltete blitzschnell. »Johnny Kerrigan«, log er, »ein alter Freund von T aus Irland. Sie wollte ihn unbedingt wiedersehen.« »Weiß auch nicht, wieso. Wo sie doch mich haben kann?« Er zwinkerte. TJ boxte ihm in die Seite und lieferte damit einen weiteren Ablenkungsgrund, aber Lia fiel nicht darauf herein. »Was ist mit ihm?« wiederholte sie. »Geht es etwa um diese Daniels-Sache, wegen der hier anscheinend jeder unterwegs ist?« Peter nahm ihr Handgelenk, wusste dann aber wohl nicht, was als nächstes zu tun sei, und legte es wieder auf den Tisch. »Hier geht es offenkundig um etwas ganz anderes«, behauptete er und blitzte die erschrockene T wütend an. »Hier geht es darum, dass jemand überhaupt nicht in der Lage ist, sich zurückzunehmen. Überall muss sie im Mittelpunkt stehen. Nicht nur, dass ich kein Vier-Augen-Gespräch mehr mit meinem Vater führen kann.« »Das ist nicht wahr«, versuchte T zu unterbrechen. »Ich arbeite eben in der Apotheke, aber wenn ihr etwas wirklich Privates zu besprechen habt, kann ich ja...« »Nicht nur das, nein. Jetzt taucht sie anscheinend auch schon als Dauergast auf dem Revier auf und belegt meine Kollegen mit Beschlag.« »Es reicht mir schon, dass mein Vater das tut. Ihr seid euch überhaupt sehr ähnlich.
Nichts ist euch lieber, als euch in mein Leben einzumischen und mich dämlich aussehen zu lassen. Und jetzt kommt das i-Tüpfelchen. Nicht einmal hier, bei meinen Freunden, habe ich noch Privatsphäre. Weißt du, was mir am liebsten wäre? Wenn du verschwinden und deine ganze beschissene Sorry, mir ist dauernd übel Masche mit dir nehmen würdest. Darauf fällt doch keiner mehr rein. Er sprang auf, warf Lia mit Mühe ein etwas freundlicheres Bis morgen zu und ging auf die Außentür zu. Kermit und TJ bedachten einander mit vielsagenden Blicken und standen auf, um ihm zu folgen. Die beiden Frauen blieben betreten am Tisch zurück. Lia war an jenem Abend im Chandlers die Einzige, die aus dem Augenwinkel wahrnahm, wie Peter von der Tür her mit sanfterem Gesichtsausdruck zum Tisch zurückschaute, und dementsprechend war sie auch die Einzige, die nachdenklich registrierte, dass dieser Blick ganz offensichtlich nicht ihr galt, sondern ihrer soeben öffentlich blamierten Freundin auf der Bank gegenüber. Sie nahm den Gesprächsfaden wieder auf und überbrückte die peinliche Stille, indem sie wiederholte, was sie vor scheinbarer Ewigkeit von ihrer Freundin gefordert hatte. »Okay, wo waren wir?« »Ach ja, erzähl mir von ihm«, sie zwinkerte. »Paddy, du kennst ihn doch.« Tee versuchte abzulenken, das war deutlich. »Komm schon«, Lia puffte die Freundin kameradschaftlich in die Seite, »du weißt doch, wen ich meine.« »Peter?«, fragte Tee resigniert. »Genau«, machte Lia genüsslich, »lass uns ein bisschen schwärmen, wie in alten Zeiten.« Tee witterte ihre Chance, allerdings nicht so, wie Lia erwartet hatte. »Wenn du unbedingt über Männer sprechen willst, dann fang du doch an und erzähl mir, wer in deinem Leben noch aktuell ist. Etwa wieder Johnny?« Das ging zu weit. Davon würde sie nichts preisgeben. Das hier war ihr Wunderpunkt. Die Pastoralreferentin reagierte überraschend aggressiv. »Nein«, fauchte sie, »wir haben nicht geheiratet, wir sind nicht mehr zusammen und mehr musst du darüber nicht wissen. Das geht dich nichts an.« Deutlich überrascht und erschrocken lenkte Tee ein. »Ist gut, dann fange eben ich an. Also, du hast ihn ja gesehen.« Sie versenkte ihr Kinn in ihrer Hand. »Und?«, half Lia nach, schon wieder versöhnt. »Wieso ist er so wütend auf dich?« »Nun, er ist immer so, impulsiv, wie vorhin. Er kann der perfekte Gentleman sein, wenn er will, manchmal sogar zärtlich. Aber wenn er nicht will, kommt sowas dabei raus.« Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. »Zuckerbrot und Peitsche, vergiss ihn einfach.« Sie griff nach dem Rest Hotdog, den Lia neben Peters Glas deponiert hatte. Der nonchalante Ton, den sie angeschlagen hatte, täuschte ihre Freundin jedoch nicht. Lia sah Tee in die Augen und sagte ihr auf den Kopf zu, »Du liebst ihn.« Einen Moment lang schämte sie sich, weil der Mann, von dem die Rede war, sich ein paar Minuten zuvor mit ihr verabredet hatte, statt mit ihrer Freundin. Aber abgesehen davon fand sie die Situation köstlich. »Quatsch«, protestierte Tee betont gelassen, »ich bin nur total in ihn vernarrt. Das geht vorüber.« Lia hatte diesbezüglich ihre Zweifel, war aber froh, dass Tee offensichtlich nicht plante, das Gespräch noch einmal auf mögliche Männer in ihrem Leben zu bringen, und schwieg. »Ich glaube, er will gar keine feste Beziehung«, sagte Tee. »Anscheinend glaubt er, er könne sich bei seinem Spagat zwischen zwei Kulturen nicht dauerhaft an eine Frau binden. Okay, er hatte einige Freundinnen, meinetwegen sogar viele, aber die hatten, wenn man Kermits Aussagen trauen kann, alle genug mit ihrem Leben oder ihrem Job zu tun und sind ihm nicht zu nahe gerückt. Oder anders ausgedrückt, und ich glaube, das ist wichtiger. Peter hat sie nie nahe genug an sich herangelassen. Er behauptet zwar was anderes, aber ich denke, er hat seinen Platz noch nicht gefunden.« »Na und?«, versetzte Lia trocken. »Du doch auch nicht.« Tee verschluckte sich am Hotdog-Rest und hustete. »Und daran ist Daniels schuld«, fuhr Lia ungerührt fort, wobei sie mit Nachdruck hinzusetzte, »den jemand ermordet hat.« Lias Bemerkung klang Tee noch Sekunden später in den Ohren. »Daniels, den jemand ermordet hat.« Die junge Ärztin dachte an Peter und daran, was er in diesem Moment möglicherweise herausbekam, zuckte leicht verspätet mit den Schultern und antwortete nicht. Stattdessen ging sie an die Bar und bestellte bei Terry ein Pils. Der gab es ihr nicht, sondern machte ihr eine Szene. »Ich hab dir jetzt schon x-mal gesagt, du kriegst kein Bier mehr von mir.« »Terry, ist das alkoholfreies und außerdem...« »Das letzte war schon zu viel.« »Und außerdem hast du mir gar nichts zu befehlen. Du hast mir zu verkaufen. Das hier ist schließlich mein Leben, nicht deins. Und überhaupt, du bist Barkeeper. Wenn ich nicht gerade stockbesoffen vor dir liege, ist es dein Job, mir das zu geben, was ich möchte.« Tee verstand die Welt nicht mehr. Was ging hier vor?
Terry öffnete den Mund, als wolle er etwas erwidern, zögerte aber. »Was ist?« fragte T. bärbeißig. »Ich bin nicht ganz freiwillig so bierlos drauf. Paddy McDermott hat mich gebeten, dich davon abzuhalten.« T. war so verblüfft, dass sie gegen den nächstbesten Barhocker sank. »Paddy?« fragte sie den leicht nebligen Raum um sie herum. »Woher kennst du den denn?« Bilder tauchten vor ihrem geistigen Auge auf. Liebevoll komponierte Vorstellungen zweier Hobby-Jongleure, die sich als Straßenmusiker herumschlugen und zusammenhielten wie die beiden Hälften eines Ahornpropellers auf dem Flug durch ihr Leben und der Suche nach dem Sinn darin. Paddy, der selbst gern zu Guinness und Kilkenny griff, um sich wie ein Patriot zu fühlen, hatte unter dem Eindruck der Erinnerung an seinen alkoholkranken Großvater stets versucht, tief von allem fernzuhalten, das unter bestimmten Bedingungen zu Essig umkippen konnte, wie er sich auszudrücken pflegte. Allerdings hatte sie in dieser Zeit ohnehin abstinent gelebt. Eigentlich ähnlich wie heute. Nur, dass sie inzwischen immerhin alkoholfreies Bier zu sich nahm. Patrick McDermott legte seine Hand von links auf T's Schulter, während TJ, der auf dem Weg von draußen über das Klavier zur Bar von der anderen Seite um die Ecke bog und sie infolgedessen bis dahin nur hatte hören können, seine von rechts auf dem entgegengesetzten Arm parkte. Die junge Apothekerin blickte vom einen zum anderen und war glücklich, weil sich so plötzlich derart viele Perspektiven eröffneten. Paddy und TJ sahen einander an und empfanden, wie T deutlich erkannte, augenblicklich Sympathie füreinander. Hoffentlich trotz der sich plötzlich eröffnenden Perspektiven, dachte die Ärztin innerlich kichernd. Die Situation verhieß interessante Konstellationen, und ein bisschen harmloses Flirten wäre ihr mittlerweile wieder ganz recht. Zufrieden ließ sie sich mit einem Glas Saft am Tisch neben der Bar zwischen den beiden Männern nieder. Lia sollte ruhig ein wenig warten. Früher oder später würde sie, da war T sicher, auf die Suche nach ihr gehen, und zu diesem Zeitpunkt gedachte die Ärztin bereits, die Beziehungen zur Männerfront geklärt zu haben. Dann fragte sie sich unvermittelt, wer Paddy hätte erzählt haben können, dass sie schwanger war. Davon ging er offensichtlich aus, denn weshalb sonst hätte er verhindern sollen, dass sie Bier trank, obwohl es nicht einmal Alkohol enthielt? Und nicht nur das. Woher hatte er überhaupt wissen können, dass sie hier war? Zuletzt hatte sie ihn in Irland gesehen, in Cork, auf den Spuren von Yates. Grüner Hintergrund, Schafe und Wandergitarren passten zu ihm. Aber nicht unerwartetes Auftauchen in abgetakelten Polizeistammkneipen in irgendeiner Chinatown. Genau aus diesem Grund war sie schließlich zwischenzeitlich mit ihm nach Irland zurückgekehrt. Aber McDermott hatte schon immer eine ausgeprägte Neigung zum Hinterfragen gehabt und ihr möglicherweise nachspioniert oder sich ganz harmlos nach ihr erkundigt, was wiederum eine nette Sache sein könnte. Sie starrte ihn an. Paddy tat desgleichen. »T?« fragte TJ. Und anschließend nochmals, »die Dame?« Jetzt reagierte die also Angesprochene. »Ja, was denn?« »Möchtest du uns nicht vorstellen?« »Natürlich, sorry. Also, Patrick McDermott, TJ Kincaid.« »Nenn mich nicht TJ,« protestierte TJ, mit der gleichen Erfolglosigkeit wie immer. »TJ ist ein Freund, ebenfalls Musiker.« Sie sah, dass ihr rothaariger Begleiter wieder dazu ansetzte, den Mund zu öffnen, und blickte ihn scharf an. Allerdings beschloss sie gleichzeitig, über einen passenden Spitznamen für ihn nachzudenken. »Und Patrick, Paddy, kenne ich seit vielen Jahren. Wir waren sehr lange zusammen.« 6 Jahre, nickte Paddy. 5 Jahre, korrigierte T, aber sie lächelte dabei. Mit Unterbrechungen. TJ grinste suffisant. »So genau wollte ich das gar nicht wissen«, sagte er beschwichtigend. »Ach, Paddy, ich darf Sie doch so nennen. Falls Sie sich mit dem Gedanken herumschlagen, in der Gegend Immobilien zu erwerben, wäre ich die geeignete Adresse.« »Danke, bei Bedarf komme ich sicher auf Sie zurück.« Paddy legte TJ die Hand auf die Schulter. »Wie ich sehe, haben Sie gut auf mein Mädchen aufgepasst.« »Ich bin nicht dein Mädchen«, sagte T streng. Sie war es leid, Lückenfüller für ein mathematisches Genie zu spielen. Immer wenn sein Beruf und sein Ego es zuließen, hatten sie eine intensive Beziehung geführt. Und immer wenn er glaubte, sich wieder ganz auf seine Wissenschaft konzentrieren zu müssen, hatte er sie fallen gelassen. In beiderseitigem Einverständnis und bis zu einem gewissen Grad zu beiderseitiger Zufriedenheit, aber trotzdem. Trotzdem war sie garantiert nicht sein Mädchen. »Sorry«, lächelte Paddy versöhnlich, »alte Gewohnheit.« Und zu TJ: »Wir haben uns über die Jahre immer wieder aus den Augen verloren, hauptsächlich wegen meiner Arbeit. Aber wenn wir uns wieder trafen, mitunter auch zufällig, dann war immer alles wieder beim Alten. Ja, aber jetzt sind wir definitiv nicht mehr zusammen.«
Ich weiß, versetzte Paddy, und T hörte zu ihrer Überraschung einen melancholischen Unterton heraus. TJ hatte diese Nuance offensichtlich ebenfalls wahrgenommen und startete ein Ablenkungsmanöver. »Was treibt Sie denn in diese schummrige Spelunke, McDermott?« er zwinkerte. Paddy antwortete, »Ich gebe hier eine Reihe von Konzerten, muss schließlich mein Hotelzimmer finanzieren.« T unterbrach, »Du lässt dich noch immer nicht sponsern?« »Doch, mittlerweile schon. Aber meine Unterkünfte will ich mir zumindest noch selbst verdienen, mit einem angemessen geringen Gehalt.« Er grinste. »Noch immer unbestechlich.« »Was machen Sie denn beruflich?« erkundigte TJ sich interessiert. Es schien mehr dahinter zu stecken als die Konzerte. »Mathematiker«, antworteten Paddy und T gleichzeitig. Der Ire prustete verblüfft in ihren Saft, was wieder Übelkeit hochschießen ließ, aber sie musste ebenfalls lachen und nahm einen Schluck. Paddy schaltete auf seriös und antwortete ausführlicher, »Ich produziere momentan eine Sendung für Channel 3 Radio über die Relevanz von Wahrscheinlichkeiten in wissenschaftlicher Beweisführung.« »Die machen auch Radio?« fragte T verblüfft. »Ich dachte auch, die von Channel 3 wären nur hinter Sensationsnachrichten her«, meinte TJ. »Sandra Mason ist doch dafür bekannt.« »Dafür holen sie dich extra aus Irland hierher? Ist gerade ein Kongress oder so?« wollte T wissen. »Nein«, sagte Mr. Patrick McDermott eine Oktave tiefer und mit potenzierter Ernsthaftigkeit, »das habe ich mir selbst ausgesucht.« Seine plötzliche Nachdenklichkeit erstaunte T, und sie bestellte ihm ein Guinness. Terry sah sie an, als habe sie versucht, Pasta nach Italien einzuführen. »Hab ich nicht«, sagte er mit einer Mischung aus Verlegenheit und Onkelgehabe. »Budweiser hab ich.« »Tut's auch«, sagte Paddy lächelnd und wandte sich dem Detective zu. »Sie auch eins?« »Gern«, sagte TJ. »Kennt ihr euch schon lange?« wollte Paddy wissen. Die beiden anderen sahen einander an. Keiner von ihnen antwortete. »Nun«, Paddy zupfte den Kragen seines Pullovers zurecht, »in dem Fall, denke ich, sollten Sie wissen, dass T ein ganz besonderes Mädchen ist.« »Ich bin kein Mädchen«, sagte T aufgebracht. »Sie sammelt schöne Erlebnisse und gute Gedanken, und die lässt sie dann bei passender Gelegenheit in Gedichtform oder auf ähnliche Weise los. Man kann sehr glücklich mit ihr werden.« T wusste nicht, ob das ein Kompliment sein sollte oder dessen Gegenteil. »Die Sammlung ist schon lange geschlossen«, sagte sie und überließ die beiden ihrem Zwiegespräch. Bestimmt, dachte sie, als sie im Weggehen registrierte, dass TJ ihr nachsah, wundert er sich, weshalb jemand, der vor 10 oder 15 Jahren doppelt so alt gewesen sein mag wie ich, mich so sehr angezogen hat, dass seine Anwesenheit mich noch immer irritiert. Was ich ihm natürlich auch nicht beantworten kann, deshalb bin ich ja so irritiert. Oder so.